Moin moin und herzlich willkommen hier zu Heroes of Hammerwedge. Wie man an der letzten Folge erkannt hat, ist das eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn wir uns ein bisschen im Stream Erz zusammengesammelt haben und so, weil sonst würde das ja alles 100 Jahre dauern, weil man hat ja gesehen, man ist hier einfach als Zauberer, zack, bang, boom, Tod des Todes. So, wir haben genau 31 Erz, das heißt, wir können uns jetzt die Gildenhalle verbessern, damit wir unsere Fähigkeiten wenigstens verbessern können. War der Ausgang hier schon nochmal? So, hallo, hallo. Traurige, den Drachen zu töten. So, das heißt, wir, eine neue Fähigkeit. Wie viele Punkte haben wir? 12. Der kostet allein schon 7. Er schafft eine sich langsam bewegende Eiskugel, die sich für 3,5 Sekunden vorwärts bewegt und eine kleine Eisscherben in alle Richtungen schießt und 12 Schaden verursacht. Hier kommt auch noch was. Das ist aber passiv, ne? Ja. Dann hätten wir noch 5. Und für 5 kriege ich wenigstens noch unseren Frostsplitter. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir uns die Kugel. 120 Mana kostet die. Alter Faller, du. Und dann nehmen wir uns noch unseren Primärgedöns. Ja, dann lass das mal ausprobieren hier. Wumms. Und dabei immer schön hier den hier spammen. Aber der hat eine lange Abklingzeit. Das heißt, also wir können nicht 2 Kugeln gleichzeitig verbannen. Okay. Wir haben 4000 Gold. Damit können wir uns eigentlich gar nicht allzu viel leisten. Was wollte ich denn für das Gold? Also wir können uns auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar Schlüssel holen. Weiß nicht, ob sich das lohnt. ein Sichel. Physischer Schaden ignoriert haben wir nicht. Angriffskraft brauchen wir nicht. Nehmen wir Primärangriffe und 10% mehr Gold. 2 davon, 1 davon. 3 und 2. Er gönnt richtig. So, dann hätten wir hier noch, warte mal, 3000 Gold. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Hup. 17, ne? War das 17? 17. Für 3000 können wir uns doch eine falsch. Und beim Magier, den wollen wir ja auch noch spielen. Oh, das ist halt viel zu tun, ne? So. 17 machen wir, ne? Bam. Mal gucken. Was machen wir jetzt? Und Tränke müssen wir uns dann auch noch nehmen, ne? Müssen wir mal gucken. Huh. Immer noch 17. Okay, dann hat das nichts mit dem Primärangriff zu tun. Dann würde ich sagen. Lebensregeneration auf 0 ist schon teuer. Resistenz. Wir nehmen das. Haben jetzt 1 von 4. Wir nehmen das. Das. Und ausweichen? Warum nicht? Jetzt sind wir richtig beschwippt. Wir sind ja betrunken, bisschen geht nicht mehr. Wir haben nur noch 790 Gold. Und weißt du was? Da mir eh sowieso alles scheißegal ist, weil ich besoffen bin, spiele ich jetzt erstmal. Ich habe gewonnen. Gleich alles oder nichts, all in. Tausender. Ja, schon sind wir so blank. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin beschwippt. Wir haben nur 290 Gold. Ich gehe jetzt nach Hause. So, hallo, ich gehe jetzt, ne? Sind wir noch bei 0? Wir sind noch bei 0. Ich mache diese Runde mal doch nochmal auf 0, ne? Und wir machen auch nochmal eine richtig schön langsame Runde. Jetzt haben wir ja einen neuen Zauber. Wir hätten vielleicht den Brunnen noch benutzen sollen. Für eventuell, ja, mehr Gegner jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht für so andere mehr Kobolde. Das wäre ja schon mal vom Vorteil. So, das ist nur ein 50er, ne? Oder 100er. Aber ich habe nicht genau gesehen, weil da noch ein bisschen Gold mit bei ist. So, tschüss, tschüss, tschüss. Bam, ba, da, 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 da.
Also eigentlich brauchen wir hier nicht. Eigentlich brauchen wir hier gar nicht mehr so langsam durchgehen, aber hey. Wir machen nochmal eine richtig schön langsame Runde hier. Schießen nochmal hier so ein paar Kugeln rum. Da links kann man doch bestimmt safe rein. 30% Chance, ein Mana zu kriegen. Aber ich möchte gerne nochmal so eine schön langsame Runde machen, wo man es einfach genießen tut. Dass man hier sich so rumläuft. Erz einsammelt. Ist aber auch nur ein einziges Erz, ne? Weißt du, wenn Erz in der Kiste ist, dann sollte da wenigstens so ein 5er-Stack schon drin sein, oder? Was meinen Sie, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen? Oder ZuschauerInnen? Da geht das ab. Da seid ihr. Haben ordentlich Schaden gekriegt, leider. So, haben wir alles? Sah aus, als hätte sich das hier bewegt. Guck mal, das bewegt sich. Das ist nicht fest. Gibt es in... Gibt es eigentlich in... Also, guck mal, hier kann man kaputt machen. Haben wir das eben gerade übersehen? Oh, ist das die Karte? Sieht man auch so mit Risse? Dass man so reingehen kann. So, warum bin ich jetzt hier hingelaufen? Wir sehen doch anhand der Karte, dass wir hier zum Schuss hingelaufen müssen. Jetzt sehen wir doch. Nee, nee, nee. Und muss ich hier überhaupt noch... Ja, meine Damen und Herren, wir sehen uns in der nächsten Folge. Och Mann. Was war das denn jetzt? Vor allem, jetzt sind die ganzen Getränke, die ich getrunken habe, einfach weggetrunken, ne? So, wir nehmen nochmal das. Das haben wir auch nicht mehr mit Erfahrung. Wir kriegen jetzt nicht mehr mehr Gold und mehr Erfahrung. Ausweichen. Und weniger Schaden. Mana-Regeneration vielleicht. Dann können wir mehr Spam. Noch weniger Leben. Ach komm, scheiß drauf. Ich bin schon wieder besoffen. Oh Mann, was war das denn jetzt für eine Runde? So, das kommt. Ich habe nicht mal mehr Geld, um irgendwie was zu machen. Ebenen werden vergrößert. Bedeutet, wir kriegen dadurch ja auch irgendwie mehr Items und so, oder? Mana sind weniger effektiv. Noch mehr Gegner. Fallen sind tödlicher. Man muss sich einfach nur nicht treffen lassen. Aber trau mich nicht. Weniger Glück, mehr Elite-Gegner. Ich weiß nicht, mach das mal an. Kein Erz ist richtig für den Arsch. Und das können wir eh alles noch nicht. Türme sind zerstört, die Fallen sind deaktiviert. Bewegungstempo. Mehr Glück vielleicht, dann kriegen wir bessere Items. Also ich würde größere Ebene nehmen und 25% mehr Gold und mehr Dings, oder? So, jetzt haben wir aber leider keinerlei Geld. Doch, wir könnten unseren einen Erz verkaufen. Aber weißt du was? Komm. Wir haben unseren einen Erz verkauft und jetzt noch schnell ins Casino. Fügt den Angreifer bei einem Treffer 25 magischen Schaden zu und setzt eine Nova aus Giftfallen frei. Oh, das klingt schon nice, ne? 20 Mana, 10 Dingsen. Also dafür reicht das Geld leider nicht mehr. Nehmen wir mehr Erfahrung hier noch und ein Schlüssel. So, Geld ist alle. Ja, dann gehen wir doch mal in die Olga rein. So, wir lassen das weiterhin auf Null. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich achte mal drauf. Wir haben leider auch nicht so... Oh, so viele Gegner, ne? Ja, ganz vergessen. Jetzt haben wir ja mehr Gegner. Aber bedeutet ja auch mehr Erfahrung, ne?
Heuer. Oder auch nicht. Kein Heuer. So. Zack, 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 zack. Und dann sind wir da. Und kriegen Lebensregeneration. Mit Ebenen wird vergrößert, habe ich ja vorher immer gedacht, dass du dadurch eine Ebene mehr kriegst. Aber ich glaube, wir kriegen hier einfach, einen Flur mehr und zwei Zimmer mehr oder irgendwie sowas. Also, alles gar nicht mal so aufregend. Hier mehr Fallen und sowas alles. So ein Gedöns. Aber man kann hier genau in der Mitte stehen. Also, man ist hier eigentlich, wenn man... Aua. Wenn man schon... Hä? Was trifft mich denn jetzt? Hä? Ah, von hinten! Da kommt einer von hinten! Gar nicht gesehen. Von hinten hat er mich genommen. Ja. Was nimmt mich denn da von hinten einfach, du? Hab ich nicht mehr weggekriegt, du. Wie die Griechen damals. Weil bei den Griechen war das ja immer so. Die haben. Nennt man nicht Doggy-Sex auch griechischer Sex? Weil das ist ja, damit die Frau den Partner damals ja nicht gesehen hat. So konnte jeder Mann einfach ran, weil die Frau hat ihn ja nicht gesehen. Also, früher war das so, wenn du überflächlich warst, dann hast du einfach nur den Arsch hingehalten. Heutzutage, wenn du oberflächlich bist, gibst du den Männern einen Korb. Und die dürfen ja leider nicht... Die dürfen leider dann nicht mehr... einfach das nehmen, was sie wollen. Das klingt gerade hart. Aber war das vielleicht damals so? Ich weiß es gar nicht. Ob die legal einfach das nehmen durften. Oder ob sie auch dafür bestraft worden sind. Ich weiß das auch nicht. Ich quatsch hier einfach nur Kacke. Moin! Guten Tag. Ich weiß nur, dass Doggy ist auf jeden Fall aus dem Griechischen. Und das haben sie ja gemacht, das weiß ich ja auch, damit die Frau den Partner nicht sieht. So, also gehe ich ja davon aus, dass es aus Vergewaltigungsgründen ist. Weil früher mussten die ja Sex mit den Männern haben, wenn der Mann den Sex wollte. Oder nicht? Oder ich gucke so viele Filme. Kann natürlich auch sein. Aber Filme basieren ja meistens auf die Geschichte, ne? Badabalabam. Lassen Sie mich durch. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet gehabt in der letzten Ebene wegen Durchlaufen. Also wegen den Augen. Hallo. Hab ich den jetzt einfach da durchgeschoben? Bum, 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 bum. Mau, mau. Da haben wir ein Erz. Also die ersten zwei Sachen werden wir auf jeden Fall hier wieder schaffen. Wir werden auf jeden Fall die Minen schaffen und auf jeden Fall das Gefängnis schaffen. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was danach kommt. Wie das hier oben heißt. Die Kammer oder so, glaube ich, ist das, ne? Durch mehr Elite-Gegner und so bin ich mir gar nicht so sicher. Guck mal, warm, alter Falter, du einfach wow, wie so ein Rasenmäher, einfach weggemäht. Jetzt habe ich neulich in einem Forum gelesen gehabt,
Was hatte ich da gelesen gehabt? Wegen Online-Dates. So, dass die mit einem unechten Namen, also die Frauen jetzt, ne? Mit unechten Namen gar nicht die Telefonnummer geben wollen. Dass das alles nur über die App dann stattfindet oder dass das nur mit einem Nicknamen dann ist oder so. Und nur an öffentlichen Orten. Ja, okay. Muss man. Das kann man halten, wie man will. Das muss jeder selber wissen. Ich bin ja lieber so der sich dann lieber zu Hause trifft, bei einem Film oder so. Aber ganz ehrlich, wenn man sich jetzt bei einer Online-App so sich verabreden möchte und dann noch nicht mal die Nummer geben will, dann treffe ich mich doch nicht mit der. Ich meine, die reden von Vorsicht und so, aber ich meine, wenn du so paranoid bist, dass du Angst hast, dass dir was passiert, dann solltest du einfach die Finger von den ganzen Online-Apps lassen. Wozu diese Vorsicht, ein bisschen Vorsicht ist ja okay, aber die sagen ja gleich den besten Freund Bescheid, die beste Freundin Bescheid, hinterlegen, Adressen, Nummern, keine Ahnung, was die nicht alles, also dann ganz ehrlich, dann brauchst du auch keine Online-Dates, dann lass die Finger ganz davon, dann bist du auch in Sicherheit. So, und wenn ich jetzt mich mit jemandem treffen wollen würde und sie würde sagen, ja, aber keine Telefonnummer zum Beispiel und so. Und jetzt sagen wir mal, wir treffen uns, keine Ahnung, bei einem Café Hampelmann in einer Milchbar und man erkennt sie nicht wieder oder man erkennt sich nicht gegenseitig. Kann ja auch mal sein, dass man sich nicht gegenseitig erkennt oder so. Und vielleicht ist ein Akku, ja okay, Akku leer ist jetzt eine dumme Ausrede, aber vielleicht ist jetzt, ein mieser Internetempfang. Keine Ahnung. Ich gehe ja jetzt natürlich immer davon aus, dass man hier in einer Stadt wohnt oder so, aber wenn ich mir jetzt Dörfer mir überlege, dass du dich dann auf dem Dorf treffen willst oder so, keine Ahnung, es gibt ja immer Situationen, wo du Funkloch oder, keine Ahnung, oder irgendwas ist halt. Du schreibst ja auch oft nicht mit einer einzigen Person, sondern meistens dann mit mehreren und die sind ja auch immer schnell eingeschnappt und vielleicht habt ihr euch für heute Abend verabredet und heute Mittag ist dein Account dann plötzlich weg. So, das kann ja auch passieren. Ist mir persönlich sogar damals mal passiert. Man hat sich gut verstanden, man wollte sich verabreden. Sie natürlich, nee, Telefonnummer gibt's nicht, pipapo. So, ich gesperrt worden von der App wegen Richtlinienverstoß oder wie man das nennt. So, und dann konnte man sich nicht mal treffen und so, ne? So, aber jetzt stell mal vor, du bist denn da im Café und willst dich mit deinem Date da treffen. So, und dann? Hä? Sie ist nicht da, du kannst sie nicht mehr erreichen und nix, weil du ihre scheiß Nummer nicht hast. Das hatte ich damals, weiß ich nicht, da war ich 20 oder so. Bin ich nach Töning gefahren, am Arsch der Welt oben. Also ich wohne ja in Bremerhaven, Töning ist so Richtung Dänemark. So, und da bin ich, ich glaube, 6,5 Stunden hingefahren. So, geplant war, dass ich dann eine Woche schlafe. So, ne? Ich meine, gerade solche Langzeitdinger, also da kannst du nicht mit ankommen von wegen, ja, lass uns für eine Stunde beim Café treffen. Da musst du dich zu Hause treffen. Weil wer fährt zum Beispiel 6,5 Stunden? Oder wer fährt nur 3 Stunden? 3 Stunden zu irgendeinem Date, um sich dann nur zum Kaffee zu treffen. So, also übernachten und so ist ja eigentlich schon safe. Und auch Frauen können irre sein. Angenommen, ich treffe mich mit einer Frau und du liegst mit ihr auf der Couch. Arm in Arm. Warum nicht? Kuscheln ist was Schönes. Oh, und sie fängt an, die einzublasen. Ey, die kann dir den Penis anbeißen, abbeißen oder sonst was machen, weil sie vielleicht so einen Hass auf die Männerwelt hat, weil ihr letzter Typ sie nur gevögelt hat und sie weggeschmissen hat. Und sie große Hoffnung gemacht hat, dass das was Ernstes wird. Und jetzt hat die einen Hass auf die Männerwelt und hat sich einfach gedacht, weißt du was, den nächsten, den beiß ich einfach den Schwanz ab, der wird nie wieder eine Frau verarschen. Perfekt! Kann doch genauso sein. Auch Frauen können Psycho sein. Vor allem Frauen sind ja Psycho.
Aber im charakterlichen Zügel. Wenn du getroffen wirst, erhältst du 3 Sekunden Gedöns. Mana ist eigentlich schon echt nice, ne? Nehmen wir Mana-Stein. Brauchen wir nicht. Günstigere Preise? Ja, hätte ich mal vorher nehmen wollen, ne? So. Okay, weiter geht's. So, nur weil du ein Kerl bist, heißt das ja nicht, dass du immer der automatisch der Böse bist. Warum solltest du auch automatisch der Böse sein? Die Frau kann genauso durchdrehen. Genauso einen am Rappel haben. Tust du deswegen sagen von wegen so, nee, ich möchte nicht, dass du mir einen lutscht. Nee, du vertraust ihr ja auch und sagst von wegen, ansonsten brauchst du ja auch nicht erst die Hose öffnen. So, weißt du? da. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach Tönning gefangen. 6,5 Stunden hoch. So, dann war ich weiß gar nicht, bin sehr früh losgefahren. Ich glaube, morgens um 4. Dann war ich so, keine Ahnung, um 11 oder um 12 Uhr Mittag da. Ja, und dann? Oha, der Boss, der... Alter. Die Kugel hat den Boss einfach so zerfleischt. Oh, was soll ich denn damit? Mit dem Schwert der Könige. Alter, die Kugel war ja mal insane. Ja, dann bin ich da hingefahren und sie nicht da. Sie nicht da. Also ich hatte ihre Nummer. So ist das nicht. Also du bist ja nicht mal mit Nummer auf der sicheren Seite. So, und sowieso, auch wenn du dich zum Sextreffen tust, wenn das eine abgesagt, ich meine, Sex ist ja nichts Schlimmes. Warum sollte man sich nicht zum Sex treffen? So, und dir sagt eine Frau, ja, wir können uns zum Sex treffen, aber sie gibt ihre Nummer nicht. Oder sie gibt ihre Nummer, aber sie schickt dir weder eine Sprachnotiz, noch sagt sie irgendwie von wegen, ja, lass mal telefonieren oder so. Weil dann ist immer irgendwas Coacher. Irgendwas stimmt dann immer nicht. Ich meine, ich bin jetzt in diesem ganzen Online-Game schon sehr viele Jahre. Und ich weiß schon, wo was... Es kann sein, dass ich die eine oder andere vielleicht falsch verurteilt habe und mir dadurch vielleicht dadurch ein oder zwei Frauen, lass es vielleicht 3 oder 4 Frauen sein, die ich dadurch quasi vergeudet habe, weil ich hätte sie haben können, aber nicht bekommen, weil sowas blocke ich dann auch gleich weg. Da habe ich dann auch gar keinen Bock drauf und so. Vor allem, wenn die meisten, ganz komischerweise war das bei mir früher immer so, wenn ich mich mit jemandem treffen wollte, die es vielleicht auch ernst gemeint hat, die sind grundsätzlich im Krankenhaus gelandet. Immer. Alle Frauen. Alle Frauen landen im Krankenhaus. Und immer dann, also ich meine, du lernst sie heute im Chat kennen. Heute lernst du sie kennen. Sie ist, keine Ahnung, 24 Jahre alt. Das heißt, sie hatte auf jeden Fall 24 Jahre Zeit, im Krankenhaus zu landen. Nein, sie landet genau dann im Krankenhaus, wenn ihr euch verabredet. Und wenn das nicht sie ist, dann ist es ihr Bruder, ihre Schwester, ihr Cousin, ihr Vater oder ihre Mutter. Einer liegt immer im Krankenhaus. Und dann sagt sie, ja, ich kann nicht kommen, weil den Krankenhaus, pipapo. Schwerer Autounfall. Alarm sind immer ein Autounfall. Wirklich, jeder hat einen Autounfall. Das ist nicht normal. Oder wenn die nicht damit kommen, dann ist das Auto ganz plötzlich kaputt. Das kann natürlich auch sein. Das Auto ist dann einfach kaputt, ein Baum ist raufgefallen oder so. Weißt du, und dann, wenn du als Kerl dann sagst, von wegen, schick doch mal ein Bild. Also schick doch mal ein Bild vom Krankenhaus. Schick doch mal ein Bild, wie das Baum auf dein Auto liegt. Dann kommt immer, hey, du musst mir ja nicht glauben. Oder weißt du, wir können das auch einfach sein lassen, wenn du mir nicht glaubst. Alter, hast du einen Sockenschuss, oder? Also, für wie dumm hältst du uns Männer? Das Traurige ist ja, es gibt so viele dumme Männer. Es gibt so viele Männer, es gibt auch so viele Frauen, die sagen von wegen, ja, wir können uns bewusst zum Sex zum Beispiel treffen, weil Frauen wissen, dass Männer Sex wollen, also weil wir nun mal damit offen umgehen. Frauen wollen auch Sex, die geben das nur nicht offen zu. Und dann sagen die Frauen zum Beispiel so, ja, gegen Bezahlung zum Beispiel.
das macht jetzt natürlich auch nicht jede Frau, aber es gibt halt einige Frauen, die sagen, wenn du mich dafür bezahlst, können wir uns gerne treffen. Jetzt suche ich hier gerade nebenbei den Schalter wegen der Kiste und dem Erz. So, und dann sagst du, ja, okay, wie viel? Ne? So, vielleicht meistens aus Neugier. Ich frage zum Beispiel, manchmal frage ich aus Neugier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre mir viel zu geizig dafür. Weil dann kann ich auch in den Puff gehen oder sonst irgendwo hin, wenn ich die Frau wirklich ernsthaft dafür bezahlen möchte. So, und schon gar nicht so irgendwelche unnormalen Summen. Weißt du, im Puff zahlst du, keine Ahnung, 30 Euro, 40 Euro. Woher ich das weiß, weil wenn ich an dem Puff vorbeilaufe, klopf, 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 kommt schon 30 Euro, Arschficken, alles. Ich ignoriere das dann, ja, aber ist halt dann so, ne? Da ja, vielleicht mag das auch nur die eine jetzt gewesen sein, weil sie lange keinen Kunden mehr hatte oder so. Aber es kann auch einfach der Standardpreis sein. Also ich denke auch mal, dass Frauen, die von sich selbst überzeugt sind und die gut aussehen, es gibt Frauen im Fenster, die sehen echt gut aus. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie auch teurer sind. So. Aber du brauchst mir nicht ankommen mit Preisen wie 500 Euro die Nacht oder so. Ah, hier ist der Schalter. So, und wenn die dann kommen und sagt so, ja, schick mir eine Amazon-Karte, 25 Euro Code im Voraus, dann kriegst du meine Nummer und meine Adresse und kannst herkommen und gibst mir dann nochmal 25 Euro im Bar oder so, dann denke ich hier, Vor allem, wie dumm hält sie uns Männer, dass wir 25 Euro hinschicken. Vor allem, es werden so unglaublich viele Männer ja auch machen. Weil die denken so, 25 Euro ist ja nicht viel. Vielleicht meint sie das ja ernst. Vielleicht meint sie das ja auch ernst, aber niemals. Weil dann, wenn sie zum Beispiel nur 50 Euro insgesamt für den Sex haben will, dann, warum nimmt sie das denn nicht im Bar, wenn du dann sagst von wegen, du kannst das ja austesten, du sagst von wegen, ja, statt die 25 Euro als Code im Voraus zu schenken, gebe ich dir einfach das Doppelte und das Bar und das bevor wir Sex haben. So. Also, ich meine, wenn sie ja sowieso vorhat, für Geld Sex zu wollen, wenn sie es sowieso vorhat, wo ist denn das Problem? Wo ist das Problem dann, wenn du das doppelte Geld lang kriegen tust und das noch vor dem Sex das anzunehmen? Wenn der Mann dir dann 100 geben will, das Doppelte, wofür er ja eigentlich 2 Fix kriegen würde. So, weißt du, wie ich meine? Also, weil wenn, angenommen, ich schicke ihr jetzt einen Code, ne? Was ich ja nie machen würde, ich bin da viel zu geizig für. Ich hole mir auch eine Margarine, die 3 Cent billiger ist, weil ich mir denke, oh, 3 Cent gespart. eine fettarme Milch trinke ich nur, weil die 8 Cent billiger ist. So, und uiuiuiui. Ich schicke die 25 Euro, den Code, oder PayPal, oder wie auch immer die immer bezahlt werden wollen. Die meisten wollen ja immer per Amazon-Gutschein dann bezahlt werden. Alter, wenn ich da drin stehen würde, ne? Ich wäre insane tot. Instant tot. Nicht geisteskrank tot, sondern ich wäre dann auf Anhieb tot. So. Ey, die nimmt den Code und ist dann weg. Niemals wird die sich treffen, wenn du im Voraus zahlen musst, digital und anonym. Du hast doch keine Chance, dein Geld wiederzukriegen. Theoretisch ist die Frau auch richtig, richtig dumm, weil sie bietet eine Dienstleistung an. Sie bietet eine Dienstleistung an, die sie nicht hinterher erbringt. Sprich, und das macht wahrscheinlich auch nicht jeder Mann oder gar kein Mann. Aber der Mann, der sollte wirklich danach zur Polizei gehen und sie wegen Betruges anzeigen. Und anhand von IP-Adressen und so kommt man an die Frau auch ran. Und die Frau wird das dann nie wieder machen. Nie wieder wird sie den Mann dann ausnutzen und ja, dann hat sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, das bei 10 Männern hat das dann vielleicht geklappt. Dann hat die 250 Euro verdient, freut sich einen Keks, weil Männer so dumm sind. So, hahaha, er hat mir ehrlich einen Code überwiesen. Und, ja, aber macht sie das bei dem falschen Kerl? Und er zeigt sie im Internet an wegen Betrug. Keine Ahnung, sagen wir mal bei Lovu. Und im Internet bist du ja nicht wirklich anonym und auch nicht, vor allem nicht straffrei. Und die werden dich dann kriegen. Ja, aber ich benutze ja VPN.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei VPN, auch wenn du denn ja wirklich, die werben ja damit, dass du anonym bist und pipapo, aber ich glaube, bei strafrechtlichen Sachen bist du trotzdem nicht anonym. Ich glaube, du bist dann nur für, keine Ahnung, Hacker oder so anonym. Obwohl, wenn die das denn auch wissen wollen, dann finden die das auch alles heraus. Aber ich glaube, strafrechtlich, weil sonst wäre VPN ja verboten. Wenn du strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden kannst, dann muss das verboten sein. Oder nicht? So, und irgendwann wird Karma sie holen. Die Frauen, die wirklich im Voraus irgendwelches Geld haben wollen. Und die armen Männer, die zum Beispiel ein Jahr keinen Sex mehr hatten und so verzweifelt sind und sich vielleicht nicht trauen. Ich bin zum Beispiel einer, ich würde mich gar nicht trauen, in den Puff zu gehen. Lust hätte ich schon irgendwie, einfach nur um zu wissen, wie das so ist. Aber ich wäre so nervös. Ich meine, wir sind alles nur Menschen und keine Pornodarsteller. Ich würde gar keinen hochkriegen. Ich sag so, wie es ist. Ich würde gar keinen hochkriegen. Weil ich so nervös wäre, dass ich jetzt auf Anhieb einfach mit einer fremden Frau schlafen soll. Ich meine, ich glaube, ihr ist ja sowieso scheißegal. Es ist ja sowieso nur Arbeit. Sie will ja keinen Spaß daran haben. Obwohl, würde mich auch mal sehr interessieren. Haben die Frauen Spaß? Vielleicht nicht jetzt bei jedem Mann. Ich glaube, viele Männer, wenn ich immer hier bei uns in der Lessingstraße immer sehe, was da auch für Männer immer vor den Fenstern ist und so. Aber ich glaube, so einen anständigen, so einen, ja, weiß ich nicht. Also bei vielen Männern würde ich mich als Frau ekeln. Aber mich würde mal interessieren, ob manche Frauen sagen so, ja, bei dem Mann, der ist gut bestückt, sieht gut aus, die hat leidenschaftlichen Sex und nicht nur Arbeitssex. Ich meine, man sagt ja auch eigentlich immer, ne, man soll Spaß auf der Arbeit haben, oder? Oh, immer nur Erz in den Kisten. So, hier haben wir noch eine Kiste. Dann hatten wir nicht noch eine silberne Truhe, weil ich habe einen silbernen Schlüssel. So. Ich habe nicht mal ein Level, nicht mal ein halbes Level, ey. Bin traurig. Dann rede ich so viel über Sex gerade, ey. Gleich erstmal wichsen. Spaß. Ich bin ein liebes Häschen, ja? Ich bin ja ein Häschen, kein Rammler. Ich heiße ja Hoppel Hase und nicht Hoppel Rammler. So, da oben ist. Nee, da oben ist noch was anderes dran. Okay, da müssen wir einmal hier so rum. Also man sieht schon, dass die Karte größer ist, weil man hier auch so viel rumscrollen kann. Aber es ist ja eine Gunst, diese größeren Karten. Was ist denn daran günstig? Weil du mehr findest? Mehr Erfahrung, mehr Gold, mehr Items. Ja, manchmal fliegen da Sachen rum, du, da möchte ich lieber nicht in der Nähe sein. Da geht's rein, guck mal. Unterhalb von 50% Leben, weniger Mana-Verbrauch. So, jetzt gehen wir uns noch die Kiste holen und dann sind wir auch gleich schon in Ebene 3. Bam, bam. Jetzt habe ich so viel gesabbelt, dass ich gar nicht mehr weiß. Ist das schon die zweite Runde? Ja, ne? Wir waren ja vorhin einfach gestorben. Da habe ich ja eine neue Runde angefangen gehabt. Also, liebe Männer an euch da draußen, zeigt die Frau an. Wenn die ankommen, von wegen 25 Euro zum Beispiel fürs im Voraus digital bezahlen, entweder sei nicht so dumm und mach das. Oder zeigt sie an, wenn sie ihre Dienstleistung nicht erbringt. Oder, was noch besser ist, falls du dich nicht traust, weil vielleicht bringt das ja nichts, erkundige dich. Geh mal zur Polizei und schreib mir mal in die Kommentare dann. ob man das wirklich nachverfolgen kann. Also, es wäre safe. Safe kann man das nachverfolgen. Ich weiß nur nicht, ob du das im Voraus. Und ich glaube, über Anwalt ist das dann noch besser und einfacher. Oh, hier müssen wir ganz schnell jetzt. Boom.
Komm schon. Komm schon. Auch nicht immer so hin und her machen. Komm schon, den letzten. Oh, man braucht auch noch einen Schlüssel dafür. Weil letzter hat nicht mehr gereicht, ne? So, und liebe Frauen da draußen, lasst den Scheiß. Ehrlich. Was habt ihr davon? Dann habt ihr am Ende vielleicht 100 Euro, 200 Euro. Dann macht ihr lieber OnlyFans. Dann hast du auch dein Geld. Und dann musst du nicht irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Mach online OnlyFans, poste deine Muschi da hoch und dann hast du auch deine 10 Euro. Aber dann weiß der Mann wenigstens, was er kriegt. Hallo. Nochmal. Uiuiui. Aua. Noch ein paar Kugeln hier rumschießen. Komm. Aua, aua, aua. Oh oh. Oh oh. Uiuiui. Entdeckung. Da ist der Schalter. Brauchen wir gleich. Oder jetzt besser gesagt. Ich meine, viele Männer haben aber auch das Geld irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Also manche haben ja das Geld und dann sagen die von wegen, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sagen, ja, wenn sie es nicht ernst meint, dann sind halt 25 Euro weg, egal, ich habe ja meine 6.000. Ich glaube, ich rede auch nur so, weil ich einfach diese Summen an Geld nicht kenne. Ich meine, wenn ich jetzt als Streamer irgendwie 10.000 im Monat verdienen würde, dann glaube ich, wären mir 25 Euro auch egal, wenn die Chance da ist, dass ich dafür irgendwie eine süße 19-Jährige krieg. So, weißt du? Ich glaube, meistens ist das dann einfach so. Hallo. Aber ich glaube, da ich... Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, solche Männer würden dann aber auch dann mehr bezahlen. Und sagen von wegen, wenn du es wirklich ernst meinst, gebe ich dir sogar 400. Ich glaube, dann sparen die nicht. Ich glaube, dann sagen die nicht von wegen, die Frau ist wie so eine Margarine. Dann nimmt man 3 Cent billigere. Bam. Gut. Oh, da oben ist ein Shop. Wir haben 8.000. Nice. Vor allem, wo haben wir so viel Geld denn her? So, was kriegen wir denn Schönes? Löst beim Trinken eines Tranks Combo offen. Magische Geschosse verursachen 25 magischen Schaden und haben eine Abklingzeit von 20. Davon haben wir eh noch nichts. Wenn du einen Trank trinkst, Bewegungstempo, wenn wir es nochmal machen, kriegen wir sogar einen Trank dazu. Und man hat 1% Chance, einen Trank aufzufüllen, wenn man Gegner tötet. Also müsste man ja nach 100 Gegnern ungefähr einen Trank auf jeden Fall kriegen. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Weil da kriegst du Leben, Mana, Fähigkeiten, Stärke, Rüstung, alles. Dornenpanzer, ja, warum nicht? Allein schon wegen den 2 Rüstungen. Und dann würde ich sagen, dann war das mit dem Trank, ne? Oder das? Werkzeuge des Apothekers. Ach, beide sind Werkzeuge, aber wir hätten jetzt einen Trank haben können. Verdammt. So, da oben haben wir noch was, da haben wir noch was. Also, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Menge. Ja, dann rein in die Action. Rein in die Action. Oh, meine Nase. Ich glaube, das sind meine Nasenhaare, die immer so ein bisschen kribbeln. Auch durch das ganze Reden, glaube ich, immer. Weil man redet ja durch die Nase und dann, wenn man so viel redet, dann kommt die ganze Luft so da durch und dann flattern immer meine kleinen Härchen, glaube ich. Ich glaube, deswegen ist das so, ne? Und dann flattert das und dann flatter, flatter. Aua. Macht das immer so flatter, flatter. So, da unten links. Ach nee, da war ja der links. Was haben wir da denn schon? Einfach so. Obwohl einfach.
Alter, der macht aber auch insane Damage, ne? So. Wir haben 18 Erz. Da lohnt sich ja doch irgendwie so ein bisschen, ne? Ach, ich glaube, ich muss mir wirklich die Nasenhaare rasieren. Wenn ich mit euch reden will. Nochmal Erz. Und noch eine Kiste. Hopp. Mana-Regeneration. Okay, waren wir hier jetzt? Ne, da ist noch eine Kiste. Ah, wir haben gar keinen Schlüssel. Belastend. Ja, dann können wir eigentlich gehen. Dann haben wir alles. Also wir könnten natürlich den Brunnen benutzen. Dann haben wir einen Trank zurück. Ich meine, das ist ja eh auf dem Weg. Aber ich habe leider jetzt... Also ich gehe davon aus, dass du wirklich in jeder Ebene durch eine Wand kannst. Und Augen kommen, aber... Kann mich auch täuschen. Vielleicht ist das doch nur selten. So, jetzt kommt Burst, nee. Dann bringe ich mal hoch. 20 Erz. Und eine Menge Gold. So, macht unsere Kugel ihn auch instant weg? Oh, falsch. Aua. Ja, nicht instant, aber... So, Ausweichchance. Wenn du ausweichst, erhältst du 3 Sekunden lang einen Schadenbonus. Okay. Oh, ein bisschen Startgeld fürs nächste Ebene. So, mal gucken, ob wir jetzt die Ebene schaffen. Ich glaube, da wäre nicht so dran. Weil wir ja auch noch mehr Gegner jetzt haben und so, ne? Einfach nicht treffen lassen, nicht einfach reinrennen. Und jetzt haben wir auch die Kugel, die hatten wir vorher auch nicht. Da oben haben wir ein Tränkchen. Boom, boom, boom. Einfach ein bisschen vorsichtiger schwingen. Jo, genau da rein, hast du das gesehen? Aua. Schweinchen. Da, 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 da. Na, da eigentlich wollte ich da reingehen, ne? Hier ist Gold. So. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das wird die längste Folge. Schaffen wir. Schaffen wir. Komm, das schaffen wir. Das müssen wir einfach schaffen. Sag, dass wir es schaffen. Jo, du schaffst es. Brum, brum. Oh, ich habe mein Handy gar nicht auf lautlos gemacht. Das Schwein hat mir geschrieben. Auf Discord. Okay, rein da! Nochmal rein! Einfach nicht treffen lassen! Komm schon, nicht treffen lassen! Komm, jo, sauber geschafft! Alter, da sind auch noch welche. Ich hasse ja diese Fernkämpfer, ne? Aber ich glaube, das sagen die Gegner auch über uns. Ich hasse diesen Fernkämpfer! Hm. Nice. Alter, einfach alle. Oh nein, oh nein. Oh nein, was mach ich denn? Ich mach gar nichts. Ach komm, weg damit. Weg mit euch. So, was haben wir hier unten Schönes? Gold, Gold, Gold. Hi. Also ich muss aber auch sagen, ich habe erst gedacht, so Nahkämpfer sind schon richtig kacke in dem Spiel. Aber wenn du einfach, ich habe ja den Dieb gespielt, wenn du einfach reinrennen kannst, einfach alles wegmetzelst, dann ist das auch schon irgendwie richtig nice. Magier 2. Mam, 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 mam.
Dann gehen wir erstmal hier unten gucken. Dankeschön. Und danke. Guck mal, drei Dinger müssen wir töten, sonst kommen wir da gar nicht durch. Um die Ecke! Nice. Guck mal, wir kommen viel besser durch, wenn das mehr Gegner sind, ne? Ein paar Kugeln. Der eine Magier sieht immer aus wie Vivi aus Final Fantasy 9. Kennt ihr Vivi? Weil Final Fantasy benutzt ja auch gerne immer diese Loops und Sounds. Und dann mit dem einen, also Final Fantasy 9 habe ich damals nie durchgespielt. CD3 kam ich. Hä, wie CD3? Ja, früher war das so, dass du mehrere CDs hattest. Kannst du glauben, ne? Final Fantasy 4, Final Fantasy 9 hattest du auf 4 CDs. Und dann war es so, wenn du dann irgendwann weit genug warst, die CD wechseln. World of Warcraft habe ich damals noch auf 6 CDs installieren müssen. Auf 6 CDs. Holy fuck. Was? 6 CDs? Das lade ich mal eben 2 Minuten, oder? Tja, ich musste das damals auf 6 CDs installieren. Und dann kannst du nicht einfach jetzt auf Steam zum Beispiel da letzten Spiel runter und gehst pennen zum Beispiel, ne? So, bei 6 CDs kannst du nicht einfach was anderes machen. Du musst ja ständig die CD wechseln. So, jetzt müssen wir hier einmal durch. Und silberne Schüssel, den haben wir ja. Die Falle, die geht erst hinterher auf. Wenn wir hier, bam, jetzt geht die Falle erst los. Oh. Was ist das? Oh. Das heißt, wenn wir hier drauf stehen, müssen wir schnell durchrennen. Ach, shit. Ich nehme lieber einen Trank. Habe Angst, dass ich das verpasse. Große Gefahr. Huh. Oh, nee. Da kam eine große Gefahr. Und dann... Große Gefahr sind irgendwie sowas wie... Keine Ahnung, siehst ja, dass 1000 Zauberer auf einmal kommen. Ach, Mann. Und gerade während, hätte die große Gefahr nicht kommen können, während man gerade, wenn man fertig ist mit der Falle oder vor der Falle, oh Mann. Ja, meine Damen und Herren, das war Heroes of Hammerwedge heute mal. Dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Haust rein, bis dann. Tschüsskowski. Sagt das überhaupt irgendjemand, Tschüsskowski, oder denke ich mir das eigentlich aus?